Moin! Heute gibt es zum ersten Mal ein Basics-Video und da fangen wir ganz einfach mit einem klassischen Nudelteig an. Der besteht zum großen Teil aus Hartweizenmehl. Wenn ihr das so wie wir nicht zu Hause habt oder ihr nicht in den Feinkostladen steuern wollt, dann nehmt einfach Hartweizengrieß und malt diesen mit dem Mixer fein. Bei uns dauert das Ganze ca. 30 Sekunden auf höchster Stufe. Das Mehl könnt ihr gleich auf Vorrat produzieren und dann für das nächste Mal zum Beispiel in einem Glas aufbewahren. Für den Teig braucht ihr außerdem noch Salz, Olivenöl, etwas Wasser und optional gemahlenen Kurkuma für die schöne gelbe Farbe. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Gebt das Hartweizenmehl in eine Schüssel oder auf die Arbeitsplatte. Macht in der Mitte eine Mulde, gebt außen das Salz und den Kurkuma hinzu und in die Mitte das Wasser und das Olivenöl. Nun arbeitet ihr euch von der Mitte aus nach außen. Wenn der Teig jetzt noch zu brüchig und hart ist, gebt ihr einfach noch etwas Wasser hinzu. Und wenn er zu klebrig ist, gebt ihr noch etwas Hartweizenmehl hinzu. Und dann knetet ihr ihn ab jetzt noch etwa 10 Minuten durch, bis er schön geschmeidig ist. Packt ihn in Folie ein, gebt vorher noch ein paar Tropfen Olivenöl hinzu und lasst ihn für circa eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen. Nach einer Stunde knetet ihr ihn nochmal durch, teilt ihn auf, drückt den Teig flach und benutzt am besten eine Nudelmaschine zum Walzen. Es geht natürlich auch mit einem Nudelholz, aber das macht keinen Spaß. Die Walze und die Arbeitsfläche sollten ordentlich mit dem Hartweizenmehl bestäubt werden, damit der Teig nicht daran kleben bleibt. Man fängt bei der Maschine mit der dicksten Stufe an und arbeitet sich Schritt für Schritt vor zur gewünschten Stärke. Und jetzt könnt ihr entscheiden. Macht ihr Bandnudeln, Spaghetti, Lasagneblätter, Schutzkrapfen oder Tortellini? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sie natürlich sofort frisch zubereiten oder auch trocknen. Formt dazu Nester, die ihr ordentlich in Mehl wälzt, damit sie nicht zusammenkleben. Und so schnell, einfach und günstig macht ihr euch selbst Nudeln. Also probiert es doch mal aus. Liebe Grüße, Chris und Marie.